Unser Klima ändert sich, das ist unbestritten. Viele lehnen den Klimawandel ab, aber ihm ist es egal, ob man ihn leugnet. Ich habe mich gefragt, wie man selber ihn aufhalten oder verlangsamen kann. Aus diesem Grund habe ich die folgende Liste erstellt. Deshalb hier die Top 10 der Klimakiller. Die 60-Grad-Wäsche. Ja, so ist es. Mit der Energie, die bei einem 60-Grad-Waschgang benötigt wird, könnte man zwei Waschmaschinen auf dem 40-Grad-Waschgang laufen lassen. Also bei der nächsten Wäsche darauf achten. Die Zigarette. Ja, ich weiß, viele Raucher werden jetzt stutzig. Aber es stimmt, die Zigarette gehört zu den Klimakillern. Denn sie erzeugt 6-mal so viel Feinstaub wie ein moderner Dieselmotor mit Wandstromfilter im 30-minütigen Leerlauf. Tut mir leid, liebe Raucher, aber eure Mitmenschen fänden es eh besser, wenn ihr aufhören würdet zu rauchen. Außerdem werfen viele ihre Zigaretten auf den Boden, das ist auch nicht gut, denn viele schädliche Stoffe der Zigarette gelangen so in unser Grundwasser. Die Vereinigten Staaten. Nein, nicht Trump ist der Klimakiller, von dem ich jetzt rede, sondern die vielen Glühbirnen, die derzeit noch in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Würde man all diese Lampen durch Energiesparlampen ersetzen, könnte man so viel Strom sparen, um 80 Kohlekraftwerke abzuschalten. Boah, das ist krass. Aber der feine Präsident will davon wahrscheinlich eh nichts wissen. Das Auto. Wahrscheinlich hat schon jeder auf dieses gewartet und jetzt kommt es. Die Automobilkonzerne manipulieren ihre Programme, um noch unter dem Mindestwert für ausgestoßenen Schadstoffen zu liegen. Klar, ist ja auch toll, später mal mit dicken Taschen voller Geld vorm Fenster zu sitzen und zuzusehen, wie der Klimawandel uns einholt. Ein Auto, welches mit Benzin fährt, stößt pro Liter ca. 2500 Gramm CO2 aus. Beim Dieselmotor liegt der Wert schon bei 3090 Gramm. Das ist eindeutig zu viel. Also steigt am besten auf das Fahrrad, da bewegt ihr euch umweltfreundlich. Für weitere Strecken können auch der Bus oder die Bahn eine umweltfreundliche Alternative sein. Der Standby-Modus. Fernseher, Computer und Co. werden gern mal auf den Standby-Modus gestellt. Ein großes Problem, wenn man umweltbewusst leben will. Denn nur 30% des Stromverbrauches eines PCs entsteht durch die tatsächliche Nutzung. Pro Kopf ergibt das so viel Strom, um 2 Atomkraftwerke abzuschalten. Die sicherste Art, um sicherzugehen, dass kein Strom mehr fließt, ist Stecker raus. Das Flugzeug. Wer hätte das gedacht? Täglich fliegen 27.000 Flugzeuge über Europa. Das ist extrem, wenn man bedenkt, dass bei einem Hin- und Rückflug vom Frankfurter Airport nach Mallorca schon 700 Kilogramm CO2 ausgestoßen wird. Der Flugverkehr macht 4-5% des Klimawandels aus. Klingt wenig, ist es aber nicht. Und deshalb sollte man auf Flüge generell verzichten. Sollte man dies aber nicht können, weil man beruflich sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann achtet wenigstens darauf, dass ihr keine Kurz- oder Inlandflüge nehmt. Denn bei Start und Landung wird das meiste CO2 ausgestoßen. Die Kreuzfahrtschiffe. Nach den Flugzeugen kommen nun die Luxusdampfer. Schweröl ist der Kraftstoff der Kreuzfahrtschiffe. Bei der Verbrennung dieses Stoffes werden Schwefel und Stickoxide freigesetzt. Diese verlassen anschließend den Schornstein des Luxusdampfers. Des Weiteren sind sie unter anderem verantwortlich für das Abschmelzen des Eises der Arktis. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kreuzfahrt ein Luxus für den Menschen ist, aber für die Umwelt der absolute Killer. Die Massentierhaltung. Diese Art von Tierhaltung ist sowieso schon ein umstrittenes Thema. Doch neben dem tierischen Leid erzeugt die Massentierhaltung 18% aller Treibhausgase. Dies ist mehr als der gesamte Verkehrssektor. Ihr fragt euch aber wahrscheinlich, wo das Gas bei den Tieren überhaupt herkommt. Nun, das ist ganz einfach. Denn die Tiere sind uns sehr ähnlich. Sie haben auch ab und zu das Bedürfnis zu pupsen.
Das Problem ist jedoch, dass dabei Methan ausgestoßen wird. Und dies ist nun mal ein Treibhausgas. Heißt das, wir dürfen jetzt gar kein Fleisch mehr essen? Nein, auch das ist nicht richtig. Ein Deutscher konsumiert im Jahr durchschnittlich 60 Kilo Fleisch. Wenn sich jeder an seine eigene Nase fasst und seinen Konsum reduziert, dann ist das ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Und übrigens, Biofleisch schmeckt auch hervorragend. Na dann, guten Appetit. Die Braunkohlekraftwerke sind die größten Quellen des giftigen Quecksilbers, welches sie großflächig in der Luft verteilen. In Deutschland machen sie 70% des Quecksilberausstoßes aus. Wir sind außerdem die Spitzenreiter im Ausstoß von Quecksilber. Es folgen Polen und Großbritannien. Schon geringe Mengen an Quecksilber reichen aus, um die geistige Entwicklung von Kindern zu beeinträchtigen. Quecksilber könne zu einer Reihe von Krankheiten führen, von Bluthochdruck über Nervenleiden bis zu Krebs. Kohle ist keine Zukunft für Deutschland und die Welt. Wir brauchen erneuerbare Energie. Kinder, was? Wie können die denn klimaschädlich sein? Die Überbevölkerung ist ein wesentlicher Vorantreiber des Klimawandels. Die Konsumsucht jedes einzelnen Menschen macht uns zum größten Klimakiller überhaupt. Forscher haben herausgefunden, dass ein Erwachsener ohne Kind gegenüber eines Elternteils knapp 60 Tonnen CO2 einspart. Natürlich heißt das nicht, dass man nun keine Kinder mehr erzeugen darf. Das wäre ja unfair. Irgendwie sind wir ja alle Kinder. Man sollte jedoch auf die ökologische Erziehung des Kindes achten. Das waren die Top 10 der Klimakiller. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr etwas an eurem Klimastil ändern möchtet. Wenn ja, was? Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert mich und aktiviert die Glocke. Hier könnt ihr euch nur noch an Videos zum Thema Wie gehe ich ökologisch zur Schule anschauen. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt im Thema ökologische Erziehung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und damit tschüss und auf Wiedersehen.